Hallo und ganz recht herzlich willkommen. Ich bin's, Janina von den strahlenden Momenten. Hallo. Zunächst einmal möchte ich dich ganz, ganz herzlich auf meinem Kanal und natürlich auch zu diesem Video begrüßen. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Es geht nämlich weiter in der Mini-Celebration-Reihe. Wir sind dann heute bei Teil 2. Teil 1 war in dem Live-Video am Mittwoch. Und genau, heute geht es weiter mit Teil 2 und was ich heute mit dir basteln möchte und vor allen Dingen mit welchem Produkt hier aus dieser Broschüre, das verrate ich dir nach meinem Intro und ich freue mich wie immer, wenn du dran bleibst. Bis dann! Okay, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du dran geblieben bist. Und ja, wie gesagt, heute geht es weiter in der Celebration Miniserie mit Teil 2. Heute ist Sonntag, da gebe ich uns ein kleines bisschen mehr Zeit. Ich hoffe allerdings, dass wir nicht ganz so lange brauchen. Und ja, ich würde sagen, ich zeige dir erst einmal, um was es gehen soll. Und zwar soll es gehen um eine Double Slider Card. Du siehst das hier, das ist so, du ziehst an einer Seite und es flippt zu beiden Seiten raus. Und du siehst auch schon, mit was ich hier gearbeitet habe. Ich habe mich quasi geoutet. Es geht um das Stempelset Schmetterlingsfantasie. Das findest du in der Celebration Broschüre auf Seite 6. Und falls du meinen Kanal schon länger kennst, dann weißt du wahrscheinlich auch, ich komme um Schmetterlinge einfach nicht drumherum. Das heißt, dieses Set hat natürlich nach mir geschrien und ich habe ihm Obdach gewährt. So. Also, dieses Stempelset, um das soll es heute gehen. Und es soll eine Karte sein, die an einer Seite gezogen wird. Und deswegen heißt das Double Slider, weil das ist so eine doppelte Ziehkarte, dass es halt in beide Richtungen aufgeht. Genau. So soll es am Ende sein, aber ich zeige dir vorab mal eine Version, die ich ursprünglich gebastelt habe, wo ich dann aber für mich gedacht habe, so irgendwie gefällt mir das, glaube ich, doch besser, wenn ich das Ganze vorne ein bisschen freier gestalte. Da bist du aber natürlich vollkommen frei. Ich wollte es dir nur mal zeigen. Also das sind die beiden Prototypen und ich würde sagen, ich zeige dir mal, was wir alles brauchen und mir fällt gerade auf, ein Stempelset habe ich mir noch gar nicht mit dazu geholt. Da muss ich doch glatt nochmal auf Pause machen und bin gleich wieder bei dir. So, zum Glück ist es ja relativ überschaubar hier, das heißt, es hat nicht lang gedauert. Konnte ich aber auch direkt nochmal die Kamera ausrichten und ich hoffe auch, dass es dabei bleibt. Denn wir brauchen neben dem Stempelset Schmetterlingsfantasie auch noch die großen Wünsche. Genau, das sind die Stempelsets. Dann habe ich, und das habe ich auch noch gar nicht gemacht, auf den gewellten Konturen habe ich hier das mittlere Rechteck genommen. Also das ist von innen wie von außen jeweils das dritte. Und das wird dann das Etikett für oben. Dann brauchst du zusätzlich noch ein bisschen Geschenkband. Und dann nehme ich hier dieses Baumwollband, was in dem Frühjahr-Sommerkatalog ist. Und zwar findest du das, ich muss noch mal gerade schauen, bei dem Neuen Horizont. Hier ist das auf Seite 43. Da gibt es hier dieses Kombipack von dem Baumwollband. Das ist wirklich sehr schmal, aber fasst sich unglaublich gut an. Und das kriegst du dann in den Farben Blütenrosa und Abendblau. Und auch wenn wir heute nicht mit Blütenrosa selbst arbeiten, finde ich, passt das wirklich sehr, sehr gut. So, und weil das noch nicht genug war,
kommt auch noch ein bisschen Designpapier mit ins Spiel. Und dieses Designpapier findest du im Übrigen auch in der Celebration Broschüre. Und zwar findest du das auf der Seite 10. Das ist dieses raffiniert marmoriert. Und da hast du auf der einen Seite marmoriertes Papier, auf der anderen Seite sieht das so verflüssigt aus wie, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Pouring. Das kann man mit Acrylfarbe machen und ganz, ganz vielen anderen Utensilien, die ich jetzt gar nicht so genau kenne. Aber damit kann man auch so Verläufe gestalten. Und daran erinnert mich diese Rückseite von dem Papier. Deswegen, okay, gut, das brauchen wir. Plus, wir brauchen natürlich auch noch Stempelkissen. Und da habe ich mir hier hingelegt, Rokoko Rosa, das gibt es nicht mehr, aber ich liebe diese Farbe einfach. Gerade in Kombination mit der Kirschblüte. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen noch, jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt geht es nämlich an die Materialien selber. Und da brauchen wir ein Stück Farbkarton in Kirschblüte. Das ist so ein DIN A4 Farbkarton. Und wir brauchen auch ein bisschen was von einem Farbkarton in Grundweiß. Und da nimmst du am besten den extra starken Farbkarton, damit sich das hier nicht so hin und her biegen lässt. Also du siehst, das flattert hier auch, wenn ich das hin und her schüttel. Aber das ist kein Vergleich zu dem normalen Grundweißpapier. Deswegen, wenn du es zur Verfügung hast, nimm dir auf jeden Fall das extra starke mit dazu. Und dann, du ahnst es schon, es wird eine Ziehkarte. Das heißt, du brauchst einen Ziehmechanismus. Und den Ziehmechanismus werden wir mit einer Folie anfertigen. Und ich habe mir hier dafür so eine Klarsichtfolie genommen. Da zeige ich dir aber jetzt gleich noch, wie es weitergeht. Genau. Weiterhin brauchen wir natürlich zum Blenden des Hintergrundes. So, das zeige ich dir hier auch nochmal. Bei dem Mädchen, was die Schmetterlinge fängt, brauchen wir natürlich auch noch Blendingpinsel. Und dann nehmen wir die Farbe Babyblau und Farngrün. So, die habe ich auch noch nicht hier liegen, aber das mache ich mir jetzt. Und dann würde ich sagen, wird auch nicht mehr lang geredet, sondern dann legen wir los. Farngrün habe ich gesagt, ne? Ja. Farngrün. So, genau. Das sind die Stempelkissen, die ich auf jeden Fall noch brauche. Und wir beginnen mit dem Hauptelement, nämlich mit dem Äußeren, also mit dem Farbkarton in Kirschblüte. Und den schneiden wir uns, so wie er jetzt ist, bei dem DIN A4 können wir das machen, auf 15 cm Breite und auf eine Länge von 29,7. Schauen wir mal, ob das passt oder ob es ein bisschen länger ist. Boah, ist geringfügig länger, aber nicht wirklich gleichmäßig. So, wird dann auch noch abgefräst hier, dieses Mini-Ding. Genau, das ist für unseren äußeren Teil. Und für die inneren Karten schneide ich mir den extra starken Farbkarton auf 15 cm Länge und dann auf eine Breite von 9 cm. So. Und last but not least können wir dann jetzt auch schon das Designpapier schneiden. Dann haben wir nämlich das Schneidefalzbrett schon mal komplett aus den Füßen. Und das nehmen wir in den Maßen 9 x 14,5. 9 x 14,5 cm. So, genau, die Folie. Wir brauchen ja noch Folie. Und die schneide ich mir auf so 2,8 cm circa. Und wenn du das so machst wie ich hier mit so einer Klarsichtfolie, dann hast du hier unten ja auch noch so einen Boden und
Und damit du das gleich nutzen kannst, musst du dir dann halt hier den kleinen Boden noch wegschneiden. Aber das ist ja kein großer Akt, sag ich mal. So. Gut. Das sind zunächst einmal die Einzelteile. Ich sage bewusst zunächst, denn, ach so, jetzt haben wir gar nicht gefalzt. So geht das manchmal. So, ich brauche den Papierschneider doch nochmal, denn wir falzen natürlich auch. Wir gucken es uns nicht nur an. Und zwar legen wir uns das auf die lange Seite und falzen das erste Mal bei 9,3 cm, danach bei 19 cm und das letzte Mal bei 28,7. Und dann ist auch schon fertig mit Falzen. Du siehst also, es ist gar nicht so wahnsinnig viel gewesen, aber was fehlt, das fehlt, ne? Das kann man dann auch nicht schönreden. So, falze hier einmal komplett alle Falzlinien nach. Und jetzt geht es los. Und jetzt bist du dein eigener Boss. Inwieweit du jetzt schon was kleben magst oder noch warten möchtest. Denn das hier wird unsere Klebelasche. Das ist nachher das, was diese Karte verschließt. Ja, das heißt, hier können wir schon mal Klebeband mit aufbringen. Hier unten. Und ich muss mal gucken, ich klebe mir da nämlich gerne meine Unterlage mit fest. Nicht, weil ich darauf bestehe, sondern weil ich das irgendwie immer wieder schaffe, auch ungewollt. So, okidoki. Das hier wird also unsere Klebelasche. Das heißt, die schräge ich mir in dem Falle auch schon mal an. Muss man nicht machen, kann man aber. Und von dieser Klebelasche ausgehend, auf der komplett gegenüberliegenden Seite, also hier dieses Stück mit den 9,3 cm, das wird unser Element, wo die Ziehmechanik hinterlegt wird. Das heißt, ich brauche einen Bleistift und ich nehme mir hier mein minimales Geodreieck und ich habe ja hier eine Breite von 9,3. Das heißt, ich habe ungefähr 4,6, 4,6,5 Zentimeter zu jeder Seite. Und dann mache ich mir in der Mitte eine Markierung. Und das mache ich auf beiden Seiten. So. Und wenn ich diese Markierung habe, und das muss gar nicht groß sein, kann es auch, muss aber nicht, dann lege ich mir das Geodreieck so an, dass bei mir meine Null in die Markierung geht. Und dann schiebe ich das einfach ein Stückchen nach oben. Dann habe ich nämlich, ja, einen halben Zentimeter, was es von der äußeren Kante entfernt ist. Und dann kann ich mir ziehen eine Linie nach links und nach rechts, jeweils 1,5 cm von dieser Markierung hier unten ausgehend. Du kannst das auch mit dem Papierschneider machen. Ich finde allerdings, dass das so für meine Begriffe zumindest deutlich schneller funktioniert. Aber du entscheidest. So, vielleicht noch mal als kleinen Vermerk am Rande. Du könntest jetzt auch sagen, mir doch egal, ich brauche da gar nichts machen, ich klebe das einfach so rundherum. Kannst du machen? Kannst du wirklich machen? Aber dann hast du hier außen so diese Klebeseite und das finde ich persönlich nicht wirklich schön. Das ändert aber nichts daran, dass es nicht funktioniert. Also das funktioniert auch schon klar. Und wie du das am Ende machen magst, das entscheidest du. Beides geht. Ich finde aber, dass man hier diese Ausbuchtung relativ schnell gemacht hat. Und du wirst gleich was sehen.
was ich hier nicht verschweigen will, was das Pro an dieser Variante und das Contra an der anderen Variante ist. Also, wenn du dir hier diese Einschnitte gemacht hast, dann hast du hier wie so eine Führungsschiene. Das heißt, dieses Plastik kann nicht mehr bis ganz nach unten oder ganz nach oben rutschen, sondern es muss vermeintlich hier zumindest im Inneren bleiben. Ja, das hast du nicht, wenn du das Ganze einfach so drumherum machst. Dann, und du kannst es halt nicht, und das muss man auch wissen, du kannst es halt nicht hier fixieren, weil das mobil bleiben muss. Und dann kann es sein, dass das mal nach ganz unten rutscht oder nach ganz oben. Von daher, ich finde persönlich diese Variante schöner. Aber wie gesagt, funktionieren tut am Ende des Tages beides. So, ich brauche mal gerade meine Schere für den Kleber. Gerade eben noch gesehen. So, und ich nehme mir jetzt hier das Sticky Tape. Mache mir das auf eine Seite von dieser Folie ran und gucke, hier steht zum Beispiel noch ein bisschen was über von dem Sticky Tape. Das mache ich auch weg, denn alles, was dazu führt, dass dieser Folienstreifen haften bleibt, führt zu einem Fehler. Ja, das hat nichts mit Pingelig zu tun. Also wenn du mir länger folgst, weißt du das auch. Aber wenn es Funktionen beeinflusst, dann bin ich da doch ein wenig vorsichtig. So. Okay. Und jetzt lege ich mir die beiden übereinander und klebe das damit fest. Das sollte nicht zu straff sein, aber auch nicht zu locker. Also es muss sich schon noch bewegen lassen. Und du siehst hier anhand dieses Klebers, das muss halt laufen. Deswegen kannst du es nicht einfach irgendwo fixieren, wenn du die Variante nutzt ohne diese Einkerbung hier. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wie rum möchten wir das Ganze öffnen? So, wenn das hier oben wird und ich möchte das nach rechts heraus öffnen, dann muss ich hier mein Element hier vorne ankleben, auf der linken Seite. So, also nochmal ein Stück Sticky Tape. Und dadurch, dass es gut haftet, muss das nicht auf einen Millimeter genauso groß sein wie diese Folie. Und auf der Rückseite wird es dann genau andersherum. Also hier wird es dann montiert. Aber das machen wir gleich. Was wir schon machen können, auch jetzt, ist, dass wir hier schon unser Stück Designpapier aufbringen. Das geht auch jetzt schon wunderbar. Da wird sich ja nicht mehr viel dran verändern. So, kommt nochmal mein Lieblingsflüssigkleber. So. Und das kleben wir so gut wie möglich mit einem möglichst gleichen Abstand auf. Man hätte das jetzt hier sogar in der Länge noch ein bisschen runterkürzen können auf 14 cm. Nun gut, so, damit klebt auch schon unser Hintergrund. Und was wir auch machen können ist, wenn das hier unser oben wird, und da müssen wir halt aufpassen, wo wir nachher verschließen. Jetzt habe ich ja auch noch mit dem Kleber gesiffelt, das muss mal gerade weg, damit es nicht weiterhin klebrig bleibt. So. Am schönsten ist es natürlich, wenn diese Klebelasche nach unten kommt. Das heißt, dann möchte ich hier meine Eingriffsmulde, wo ich die Karte mit rausziehen kann. Was wiederum bedeutet, ich habe hier eine Länge von diesem Element von 9,7 cm. Das heißt, wir haben 4,8 cm circa. Ist die Mitte. So, da setze ich mir auch schon mal provisorisch eine kleine Markierung. So.
Und dann geht es weiter. Jetzt kümmern wir uns um unsere Ziehelemente. Das heißt, ich mache das hier noch mal gerade auf, dass du das auch besser sehen kannst. Hier habe ich diese Szenerie mit dem Mädchen, was die Schmetterlinge jagt. Und hier habe ich nur ein paar einzelne Schmetterlinge. Das heißt, ich muss das Ganze hier zunächst einmal verblenden. Deswegen die Blending-Pinsel. So. Jetzt muss ich mir mal gerade hier ein bisschen Unterlage holen. Und dann fangen wir an. Und ich mache das in dem Falle mit dem Babyblau. Nehme ein bisschen Farbe auf. Und du kennst das schon. Einfach ein bisschen hier reinwischen. Und es geht gar nicht darum, dass das so dunkel wie möglich wird. Es geht nur darum, dass das Weiß im Hintergrund ein bisschen Farbe bekommt. So. Und das Blau für den Himmel würde ich jetzt an der Stelle, also auf jeden Fall über die Hälfte der Karte hinweg machen wollen. So den Horizont sozusagen. Das wird schon sehr, sehr dunkel. So. Okay, damit ist Blau schon mal fertig. Dann kommt Farngrün. Und da verfahren wir genauso. Dann drehe ich mir jetzt nur anders herum. Aber vom Prinzip her genauso. Einfach in kreisenden Bewegungen auf das Papier aufbringen. So. Und dann eben versuchen auch sanft in das Blau reinzuwischen. So. Und schon hat man eine kleine Landschaft mit ein bisschen Farbe versehen. So, was mir jetzt aber noch fehlt und was ich beinahe vergessen hätte, in diesem Stempelset hast du auch noch so ein Element, was so in Richtung Rasen geht, zumindest. Also, ich würde es jetzt nicht zwingend als solches bezeichnen wollen, aber man kann es zumindest nutzen, um hier noch ein paar Akzente zu setzen. Und dafür nehme ich immer erst den zweiten Stempelabdruck und gehe hier versetzt nochmal in das Bild rein. So. Und dann habe ich hier auch so ein bisschen Rasen angetäuscht. So. Und jetzt kommt der spannende Moment. Denn du musst dir erst einmal klar machen, in welche Richtung willst du, dass das Mädchen rausgezogen wird. Also soll das so herausgezogen werden wie hier, dann guckst du natürlich, dass das Mädchen so weit wie möglich nach rechts rüber geschoben wird. Wenn du es aber hier an dieser Stelle haben magst, ja, dann würdest du gucken, dass du das Mädchen so weit wie möglich nach rechts setzt. Moment, jetzt bin ich hier selber verwirrt, dass du es so weit wie möglich nach links setzt, so herum. Jetzt wird ein Schuh draus. Genau. Also wie gesagt, da solltest du dir im Vorfeld Gedanken drüber machen. Ich hätte ganz gerne das geschriebene Wort tatsächlich auf der rechten Seite hier, weil ich möchte ja auch rechts meine Eingriffsmulde haben. Und dann müsste ich schauen, dass das Mädchen hier von links, von so weit wie möglich links ins Bild hereinläuft und die Schmetterlinge jagt. Ich hoffe, das war verständlich. So. Und dann guckst du halt, wie das Ganze funktioniert. Denn das würde von hier unten herauskommen. Ja? Von hier heraus würde sich das so rausziehen. Das heißt, du müsstest schauen, dass du die Szenerie ungefähr hier ansetzt. Und dazu nehmen wir uns jetzt einmal die Schmetterlinge. Das Mädchen werde ich jetzt hier nicht mehr aufstempeln.
denn das habe ich im Vorfeld schon gemacht und mir ausgeschnitten. Das heißt, das Mehl werde ich nachher hier draufkleben. Dann bin ich ein bisschen freier. Das heißt, ich mache mir jetzt hier überall diesen Schwarm der Schmetterlinge hin und den kann ich mir, boah, könnt jetzt schon fast sagen, bis zur Unendlichkeit stempeln, weil alles, was nach hinten rausgeht, ist im Endeffekt das, was man nicht mehr sieht. Also ist völlig egal. So, jetzt habe ich mir mein Mädel angelegt und weiß ungefähr, aha, da möchte ich es gerne haben. Und dann setze ich den Schwarm in die Richtung. So, und dann kann ich hier noch einen drüber setzen oder drunter oder wie auch immer ich das mag. So. Da hat die wirklich ordentlich was zu tun. Und wenn ich mir das jetzt hier abgewaschen habe, ach so, nee, das wasche ich mir noch nicht ab. Sorry. Denn ich nehme mir jetzt die andere Seite. Da geht das Ganze dann ja nach dahin auf. Das heißt, ich würde mir hier einen Schwarm Schmetterlinge nach oben links setzen, damit das Ganze nicht so kahl aussieht. Und dann kriegt das Ganze auch noch einen einzelnen Schmetterling hier unten in die Ecke. Und dann haben wir im Prinzip auch schon unsere Ziehkarten mehr oder minder fertig. So schnell geht es. Wobei ich dazu sagen muss, also das Ausschneiden von dem Mädel hat ein bisschen länger gedauert. Und weil ich das geahnt habe, habe ich das auch schon vorbereitet, damit das jetzt nicht hier alles komplett über den Haufen wirft. So. Und hier kann ich mir jetzt mein Mädel hinkleben. Ein weiterer positiver Effekt, wenn du das vorab auf einem Stück grundweiß gemacht hast und ausgeschnitten hast, ist, dass es natürlich die Farbe auch hat auf weiß ausgehend. Ja, also wenn ich das jetzt hier bei dem Hintergrund mache und das habe ich bei den anderen Karten jeweils gemacht, dann ist das nicht schlimm, aber mit Pech könnte es tatsächlich sein, dass nun ja, dass das Mädel unverhofft eine grüne Gesichtsfarbe bekommt oder so. Und dann hätte man jetzt hier auch mit blonden Haaren arbeiten können, was ich wiederum nicht machen würde, wenn, wenn der Hintergrund blau ist, weil blau und gelb ergibt grün. Und wenn das Mädel hier nicht gerade eine inkognito sehr farbenfrohe Person ist, ist das vielleicht nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich habe mir, damit ich hier das Gesicht auch relativ nah ausschneiden kann, allerdings hier den die Leine mit abgeschnitten. Das heißt, die musste ich jetzt hier nochmal händisch mit dran setzen. Aber kein Hexenwerk, sag ich mal. So. Das heißt, das Ganze soll so herum rausfahren. Dann kann ich mir hier auf diese Seite schon einmal ein Stück Klebeband setzen. So. Dann machst du das auch so weit wie möglich nach hier hinten. Ja. Und dann Trägerfolie ab. Und in dem Falle, weil es ja so rausgezogen werden soll, mit dem Gesicht nach unten. Und dann richtest du das Ganze allerdings aus auf diese Kante hier unten, dass das eben aufliegt mit einem ungefähr gleichen Abstand nach oben und unten und drückst es fest. So. Na? Warum willst du jetzt nicht? So, jetzt will es. Okay.
Und das hier soll wiederum hier herausploppen, also auf der rechten Seite. Das heißt, hier mache ich das genau andersherum. Ich ziehe das wieder rein und dann setze ich das mit dem Stempelmotiv nach oben hier hinten auf, aber richte das an dieser Kante hier vorne aus. So. Noch hier kommt es wieder. So, einmal hier unten ausrichten, nach oben und unten gucken, ob das ungefähr den gleichen Abstand hat. Und in dem Falle meine ich mit oben und unten hier links und rechts an dem Farbkarton. So, und im besten Fall war jetzt alles richtig. Ich bin immer so gespannt, weil ich mir nicht sicher bin. Das ist so für mich der Part, der immer so ein bisschen knifflig ist. Wenn der überstanden ist, ist alles gut. So, und ich gucke mal. Jawohl, genauso soll das sein. Das, was ich hier jetzt noch mache, bevor ich das zusammenklebe, ist, dass ich mir hier so eine kleine Eingriffsmulde rausstanze. Und dafür nehme ich hier so ein 1 Zoll Stanze, wäre das. Also mit 2,5 cm. Und boah, die will zumindest nicht. Der ist das zu viel Papier. Wir gucken mal. Dann wird es jetzt was größer mit der 1,8 Zoll Stanze und das wird ein bisschen ausgewählt. Aber ist ja nicht schlimm. So. Und dann können wir theoretisch auch schon die Karte schließen. Und aus theoretisch wird jetzt praktisch. Das heißt, ich mache hier meine Trägerfolie herunter. Und ziehe das Ganze hinter dieses Ziehelement, was rausploppen soll. Da musst du wirklich aufpassen, dass du das nicht darauf klebst, weil ansonsten funktioniert das Ziehelement auch wieder nicht mehr. Und dann einfach nur schauen, dass es so bündig wie möglich hier unten aufliegt. Und dann hast du eine total süße Ziehkarte. Ich muss hier nochmal schauen. Das Bein, das war hier gerade am Flippen. Wollen wir so natürlich nicht. So, auch nochmal festkleben. Tudum. So, und jetzt geht es rein, raus, wie man mag. So. Gut, was uns jetzt noch fehlt, ist unsere Front. Also, unser kleines Rechteck. Das sieht hier wieder aus. So, dieses kleine Rechteck, das stanze ich mir mal gerade aus. So, und du hast es gehört, gerade frisch gestanzt. Packe ich es auch wieder weg, damit es nicht wegläuft. Und dann kommen wir schon wirklich zu unserem Endspiel. Kann man echt so sagen. So, der Schwarm an Schmetterlingen, der kann auch schon weg. Und dann kommt jetzt das große Wünsche ins Spiel. Und dann nehme ich mir einmal den Geburtstag und einmal das Schönen.
So, und das Schönen, das mache ich in Kirschblüte. Und das Geburtstag mache ich einfach, damit es ein bisschen was Akzent hat, also dass sich das ein bisschen unterscheidet, in Rokoko Rosa. So. Das mache ich auch so mittig wie möglich. Manchmal hat man halt einfach kein Zielwasser getrunken, aber wenn es passt, umso schöner. So, und das wirkt jetzt relativ blass. Das finde ich aber gar nicht schlimm, denn jetzt kommt ja noch ein bisschen mehr Farbe mit dem Geburtstag aufs Papier. Das heißt hier Rokoko Rosa und das setze ich mir darunter. So, und dann habe ich hier noch diesen kleinen einzelnen Schmetterling. Den habe ich auch noch aufgezogen und den setze ich mir einmal hier oben in die Ecke und einmal hier unten. Und damit ist auch quasi schon der Grundstein für die Front gelegt. So, jetzt brauche ich noch eine kleine Schleife. Eine klitzekleine, kleine Schleife. Oh. Und dieses Band, das kann ich nur schon mal sagen, fasst sich halt echt richtig gut an, ne? Ist halt Baumwolle. So. Einmal ein bisschen kürzer ziehen hier. Okay. Schöner wurde es jetzt auch nicht. Irgendwie hatte ich mir mehr erhofft. Aber gut, Schleife ist Schleife. Eine Schleife musste. Die kriegen wir auch. So. Okay. Gut. Und damit sind wir schon wirklich im Finale hier. Es kommt noch ein bisschen was an Dimensionals hier auf die Rückseite. So. Und das setzen wir auch wieder so mittig wie möglich auf. Und dann kommt hier mit einem Glue-Dot noch die Schleife unten drunter. So. Und es fehlt natürlich noch ein bisschen Bling-Bling. Das werden wir jetzt ändern. Ist ja wohl klar. So, ein bisschen muss noch. Und da machen wir von hier oben ausgehend einen großen, einen mittleren und hier unten auch noch mal einen größeren und c'est voilà. Karte fertig. So, ich schiebe das mal gerade alles ein bisschen auf Seite hier, dass es nicht aussieht wie auf dem Schlachtfeld und dann gucken wir uns die Karten einfach noch mal an. So. Das sind die Zielkarten, die ich gemacht habe. Wie gesagt, alles dieselben Stempelsets, aber dir fällt es sicherlich auf. Das eine lässt man hier nach rechts raus, das andere zieht man nach links heraus. Und hier oben das. Ja gut. Also damit bin ich halt wirklich sehr unglücklich. Also mit dem hier oben. Und tatsächlich gefällt mir von der Art her, wie sich das öffnet und wie es dann aussieht, das hier noch mal besser. Und ich halte das mal in die Kamera, damit du den Unterschied sehen kannst von dem Mädel. Also das eine ist halt hier auf dem geblendeten Papier ausgemalt und das hier ist auf dem weißen, also auf dem grundweißen Farbkarton ausgemalt und ausgeschnitten. Und das finde ich doch
um Längen schöner. Aber mich interessiert natürlich, wie siehst du das denn? Hast du dieses Stempelset? Spielst du mit dem Gedanken, dir dieses Stempelset auch noch schenken zu lassen? Oder ist das so gar nichts für dich? Und natürlich, last but not least, welche dieser drei Karten ist dein Favorit? Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mich das Ganze wissen lässt. Und wenn du möchtest, sehen wir uns am Mittwoch zu Teil 3 schon wieder. Und ja, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich dir einen wunderschönen Restsonntag wünsche. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib kreativ, bring Farbe in das Leben anderer Menschen und erfreue dich an der Farbe, die du dafür zurückbekommst. Und sammle Kraft und Ruhe für die kommende Woche. Du wirst es brauchen. Bis bald. Ich freue mich. Tschüss.